Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich mal wieder mein aussortiert Flop-Video. Produkte, die bei mir leider nicht so funktioniert haben. Und wenn du wissen möchtest, welche Produkte das so sind, warum sie nicht funktioniert haben und warum ich sie nicht empfehlen würde, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich schminke mich ja immer mal wieder. Immer mal wieder ist gut, fast täglich, ne? Und nicht immer mache ich dazu Videos, weil dann hätte ich, also ich weiß gar nicht, wann ich die schneiden und online stellen soll. Ich habe immer so eine Schminkgeschichte, wo ich dann auch immer wieder so ein paar Produkte auch auswechsel, ne? Also in meiner Schminkbox. Und ich hatte mich jetzt sehr auf Lidschattenpaletten, Highlighter konzentriert, um einfach mal so durch meine Sammlung durchzugehen. Und was ich auch gemacht habe, ihr seht hier schon so einen kleinen Wäschekorb, ich habe Lippenstifte aussortiert und Lippenprodukte allgemein. Also das ist auch, glaube ich, das, wo ich anfangen sollte, ne? Falls hier irgendwelche Produkte mit bei sein sollten, die dein absolutes Lieblingsprodukt sind, dann tut's mir leid, ne? Das ist jetzt kein Angriff gegen irgendwen, das ist einfach nur, das Produkt habe ich ausprobiert, hat nicht funktioniert, hat mir nicht gefallen, warum auch immer, und muss deswegen gehen. Ich habe mir auch immer wundervolle Notizen gemacht, da habe ich hier extra so einen Notizblock immer, außer bei den Lippenprodukten tatsächlich, denn da habe ich mir jetzt erstmal nur meine Drogerie-Lippenprodukte vorgenommen. Ich habe viel zu viele gehabt, Leute. Wirklich, es ist zu viel. Ich habe mir dann an einem ganz entspannten Abend, als mein Freund irgendwie mit seinen Jungs auf Tour war, auf Tour ist gut, die hatten irgendwie einfach privat irgendwo einen Männerabend, habe ich mir mein Bein genommen und habe dann da meine ganzen Lippenstifte, Liquid Lipsticks, Lipglosse und so weiter geswatcht und habe dann verglichen. Und dann habe ich aussortiert und einfach versucht, wirklich nur noch irgendwie, vor allem 20 Drogerie-Lippenprodukte ungefähr zu behalten. So. Und ich weiß nicht, 100 oder so sind gegangen. Die sind jetzt hier drin und die gehen, weil die halt benutzt sind, ne, auch zu meinen Freundinnen und zur Familie und so weiter. Denn benutzte Lippenprodukte sind immer so eine Schwierigkeit. Gerade, also gut, wenn es nur geswatcht ist, dann ist das die eine Sache. Aber wenn man das halt wirklich an der Lippe verwendet hat, finde ich das immer ein bisschen schwierig. Wie gesagt, morgen habe ich Mädelsabend, deswegen mache ich auch mein Aussortiert-Video. Meistens mache ich das Aussortiert-Video so am Abend, bevor ich den Mädelsabend habe. Und da gehe ich jetzt nicht genau durch, ne? Die werde ich jetzt einfach alle aussortieren. Die kommen nicht in den Müll. Jedenfalls die hier nicht. Ich habe andere, die leider in den Müll kommen. Denn, das ist auch cool, ne? Denn die waren halt wirklich entweder pelzig oder stinkig. Da habe ich einen Beutel für gemacht. Das ist dieser Beutel. Das sind super wenige, die mir dann letztendlich gekippt sind. Aber die sind mir gekippt und das hat mich so geärgert, muss ich wirklich sagen. Weil, warum? Ne? Dann muss ich einfach nicht so viele Lippenprodukte haben. Und wenn ich ein Fullface von irgendwas mache, dann gibt es vielleicht einfach mal kein Lippenprodukt. Oder vielleicht einfach mal nicht die passende Farbe, weil ich ein anderes Lippenprodukt von der Marke schon da habe. Wisst ihr, was ich meine? Und genau, deswegen. Die kommen leider in den Müll. Ich mag es nicht, Sachen in den Müll zu werfen. Das ist überhaupt nicht meins. Ein paar von den Lippenprodukten waren noch neu. Da habe ich auch zwei Lifterglosse mit drin gehabt. Ein L'Oreal Lippi habe ich hier noch, der neues und so. Und das sind Produkte, die kommen in meine Verlosungen rein. Also ich mache immer wieder Verlosungen hier auch auf dem Kanal. Und da kommen die auf jeden Fall mit rein. Übrigens auch noch, falls ihr Tauschpakete, Trash-Pakete oder sowas machen möchtet, sind diese Videos, also meine Aussortiert-Videos und meine Trashy-Videos, immer so für euch offen. Unten in den Kommentaren könnt ihr euch gerne suchen und finden und da zusammen mal ein Tauschpaket miteinander machen. Ich weiß, ich habe eine wundervolle Community, wo echt liebe Menschen sind. Also da wird auf jeden Fall jemand mit dabei sein, der da vielleicht auch Interesse hat, genauso wie du vielleicht gerade. Ich bin schon in ziemlich vielen Gruppen drin und habe da auch viele Möglichkeiten, um meine Produkte auch weiterzugeben. Also wie gesagt, Freunde, Familie, Trashosaurus. Mit anderen tausche ich ja auch generell. Mit Marion habe ich schon getauscht, mit Sandra und so, ne? Also mit Lea. Und das, was ich dann auch noch mache, ist, dass ich immer wieder große Pakete bei eBay Kleinanzeigen zu verschenken reinsetze und dann halt jemand hier aus meinem Ort vorbeikommen kann, um sich die Produkte abzuholen. Und da mache ich immer wieder jemanden glücklich. Und das macht mich auch glücklich. So, genau. Dann kommen wir jetzt mal zu den anderen Produkten, die ich jetzt hier rumliegen habe. Ich starte mal mit diesem Produkt hier. Das ist von Revolution oder Real Love, der Super Highlight Highlighter. Der ist eigentlich in der Farbe Champagne, aber mir persönlich ist er auf dem Gesicht leider zu Gold. Dementsprechend wird er weiter wandern. Ich habe den jetzt ja auch nur zweimal verwendet, ne? Und deswegen, der muss leider gehen. Das ist schade, weil der eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, ne? Aber halt nicht meine Farbe.
dann ist das halt so. Dann habe ich einen Concealer auch in demselben Full Face verwendet gehabt, wo ich Cosmetic for Less Neuheiten geschminkt habe. Genau, da könnt ihr mit Claudi 15, nämlich bei Cosmetic for Less, auch sparen, wenn ihr möchtet. Von Eveline den Wonder Match Skin Absolute Perfection Coverage Creamy Concealer habe ich in der Farbe 05 Porcelain. Der ist warm, der ist mir zu gelb und da sehe ich nicht gut mit aus. In der Kamera sah das echt fein aus, aber als ich dann quasi aus diesem ganzen Studiolicht rausgegangen bin, auf die Toilette gegangen bin und mich da im Tageslicht gesehen habe, im Spiegel, sah das nicht gut aus. Deswegen musste er leider weiter wandern. Dann habe ich auch dort eine Mascara ausprobiert, die mir leider zu klebrig war. Das ist die LA Girl Jet Setter Mascara. Das ist diese hier. Den Jet Setter Eyeliner, den habe ich hier. Den finde ich geil. Das ist jetzt so aktuell mein liebster Eyeliner. Habe ich ja heute auch drauf. Da kannst du so toll mitmalen. Geiles Zeug. Aber die Mascara hat mir leider nicht so gut gefallen. Ne? War nicht so mein Ding. Dann habe ich eine weitere Mascara aussortiert. Und zwar ist das eine braune. Ich mag gerne Vava Voom Lashes. Ich mag es gerne intensiv, ich mag es gerne schwarz. Und deswegen muss die leider gehen. Das ist die Kiko Smart Color Mascara und die ist halt einfach in braun. Wenn man so natürliche Wimpern haben möchte, so ein Alltagslook oder sowas, bietet die sich sehr wahrscheinlich an. Bin ich aber leider nicht so der Typ für. Deswegen würde die gehen. Ja, hat ein Faserbürstchen, ne? Ist eigentlich ganz okay. Da hatte ich auch in meinem 90er-Jahre-Look nämlich die blaue verwendet. Die fand ich ziemlich cool. So, jetzt muss ich hier mal gucken. Von Mison habe ich eine Mascara verwenden, die lässt sich leider nicht schichten. Klebt, mit Mühe wird's nice. Habe ich auch in meinem Full Face Yes Style verwendet. Die Collagen Curling Fix Mascara ist das. Hat mir einfach nicht zugesagt. Ich bin da einfach anspruchsvoll, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich brauche halt Mascaren, die heftig sind. Andere sagen, Mensch, Claudi, deine Mascara sieht übel aus, weil so Fliegenbeine und so. Aber ich mag es halt gerne bei mir. Ne? Ist halt immer die Sache, wie man sich wohlfühlt. Und ich mag das halt gerne, wenn ich mir kräftig was draufknalle. Ist so. Dann habe ich hier einen Augenbrauenstift, den ich per se ganz gut finde, aber der einfach von der Farbe her nichts für mich ist. Shake It Brow Liquid in der Farbe Brown. Das ist dieser hier. Ja. Ne? Der ist zu rotbraun. Ganz einfach. Simpel gesagt, ist nicht meine Farbe. Ich bin halt blond, ganz offensichtlich. Und braune Augenbrauenstifte sehen bei mir halt schnell merkwürdig aus. Und so auch dieser. Da hatte ich hier vorne versucht, mir ein paar Härchen zu malen und habe dadurch mein Make-up ein bisschen verkackt. Und ja, der wandert weiter. Dann habe ich hier leider eine Glitzerbombe mir letztens gekauft. Eine sehr teure Glitzerbombe. Und zwar von MAC XL. Ist das ein Highlighter? Ich glaube, L ist Lisa, ne? Show Gold Extra Dimension Skin Finish. Ist halt immer so ein Glücksspiel mit den MAC Highlightern, finde ich. Und ja, der ist beautiful, aber auf dem Gesicht leider sehr grob glitzernd, ne? Also den werde ich wahrscheinlich bei Trashosaurus mal mit reinpacken. Da werden sich die Mädels wahrscheinlich drüber freuen, die ein oder andere. Einen weiteren Highlighter habe ich aussortiert von Catrice aus der Caviar Gauche Limited Edition. Mensch, den habe ich ja schon gut runtergerockt hier. Ja, das ist der Glow Couture Highlighter. Von außen ganz hübsch, von innen ist er einfach nicht meine Farbe. Habe ich den dazu aufgeschrieben, glitzert. Ja, nur schön mit Spiegel dabei, aber der glitzert mir leider zu sehr, deswegen muss der gehen. Da gibt es von Catrice ja so schöne Highlighter. Da werde ich mich gut anderweitig austoben können. Ebenfalls von Catrice, Mensch, was ist los hier, habe ich den neuen Primer aussortieren müssen. Den habe ich ja von Purish zugeschickt bekommen. Auch da Claudis Welt 15, Spaß, 15% Rabatt. Ist aber tatsächlich ein Affiliate-Rabattcode, sage ich dazu. The Hydrator Plump and Fresh Primer. Mit Aloe Vera, der hat bei mir gekrümelt. Habe ich auf verschiedenste Arten und Weisen ausprobiert, als ich da ja auch meinen Schminke gemacht habe mit den Catrice-Neuheiten. Das hat nicht funktionieren wollen und deswegen muss der jetzt auch gehen. Kann an meiner Haut liegen. Habt ihr den schon mal ausprobiert? Ist das bei euch auch so? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich habe ja so eine trockene, sensible Haut. Ne? Das ist schade. Dann habe ich tatsächlich von Lethal Cosmetics einiges aussortiert, weil ich schminke jetzt ja auch immer, wie gesagt, mich durch meine Sammlung durch. Jetzt gerade bin ich bei Love. Ja, habe jetzt gerade die Love X Oscar Artem, die Artem Eye Palette auf meinen Augen, die ich geil finde. Morgen kommt diese Gold-Irgendwas-Palette zum Einsatz. Und vorher habe ich natürlich die Lethal Cosmetics-Paletten ausprobiert. Lethal ist echt schwierig. Ich finde die eigentlich ziemlich schön. Gerade so diese mit Jolina, die Palette. Ne? Das war ja auch so die Geschichte, die mich überhaupt erst zur Marke gebracht hat. Mega. Auch die Velvet Dusk und so weiter habe ich voll gefeiert. Und habe dann irgendwie gefühlt mir jede Palette gekauft, die dann auch rausgekommen ist. Problem, ich kriege die Schimmertöne nicht auf mein Auge, da muss ich halt immer mit dem Finger ran. Und wenn das halt der Fall ist, ne, dann vergleicht man natürlich und trennt sich dann auch mal. Hier habe ich jetzt die Roots Palette,
wunderschön, wunderschön, aber. Wie gesagt, hier einmal das Problem mit den Schimmertönen, also wirklich wunderschön. Wenn ihr dazu einen Close-Up-Look oder sowas haben wollt, dann schaut gerne auf Instagram vorbei, da habe ich das auch eingestellt. Ne? Wirklich, wirklich schön, aber ich habe aufgeschrieben, dass die gleichen Töne, die in dieser Palette sind, habe ich auch in meiner selbst zusammengestellten Twicy-Palette. Und die Twicy-Geschichten kriege ich mit einem Pinsel auf mein Auge. Ne? Ja, so schade wie es ist, so teuer wie die Palette war. Die Roots-Palette wird mich verlassen und die geht dann wahrscheinlich auch in Trashosaurus rein. Dann habe ich ebenfalls aussortiert die Memento-Palette. Das ist auch aus dieser Reihe gewesen. Da habe ich eine noch von, die habe ich behalten aus dieser Dreierreihe. Ne? Die fand ich nämlich irgendwie gut. Die war lila. Und das hier ist jetzt diese rot-pinke Geschichte. Und die habe ich in so vielen anderen Paletten ähnlich drin. Zum Beispiel in dieser VH Cosmetics mit Mrs. Bella Palette. Die dritte ist das dann, glaube ich, gewesen, die sie rausgebracht hat. Diese kleinere davon. Ne? Da würde ich einfach eher zugreifen als zu dieser hier. Oder diese Töne finde ich auch in der VH Cosmetics Weihnachtspalettengeschichte in der Mrs. Claus war das, glaube ich. Was habe ich denn hier aufgeschrieben? In beiden X-Miss-Paletten von VH. Und da kann ich die Schimmertöne halt besser auftragen. Die bröseln nicht runter. Ich habe das halt, dass wenn ich mir einen Look schminke, also jetzt zum Beispiel, ne, bin ich geschminkt, mache ein Video und so weiter. Danach setze ich mich aber an meinen Schreibtisch und schneide Videos oder so. Und da habe ich auch meine Brille auf. Und dann merke ich halt irgendwann, dass ich nicht mehr gut durch meine Brille gucken kann. Das war ein Reim. Weil diese Brille von innen voll ist mit meinen Schimmergeschichten vom Lidschatten. Und das ist dann natürlich total nervig. Und deswegen. Das ist einfach traurig. Aber die geht. Und ich habe noch was von Lidl. Das tut mir jetzt richtig weh, weil das ist eigentlich so eine Palette, die ich mir gekauft habe. Weil ich bin ein Kind der 90er, nicht nur das. Ich bin 89 geboren, Berlin, Deutschland. Lidl Cosmetics ist ja auch eine deutsche Marke. Ich habe hier die Berlin 89 Palette. Ich fand die so toll. Ich habe mich so drauf gefreut. Aber auch hier ist wieder das Problem mit den Schimmertönen. Die kriege ich nicht auf mein Auge. Und die Qualität ist halt auch nicht so geil, wie ich sie von Lidl normalerweise kenne. Und deswegen muss sie gehen. So geil sie auch sein mag, so sehr ich mich darüber gefreut habe, als sie rauskam, so hyped wie ich war, so enttäuscht bin ich jedes Mal, wenn ich sie verwende. Und das ist dann auch blöd. Ne? Das ist eine sehr urbane Palette, also eher dunkler von den Tönen her und so. Sehr interessante Töne sind dabei, schwarz, rot, gold, kann sie dich austoben und so. Ne? Eigentlich ziemlich, ziemlich geil. Und hier hast du halt auch, dass du diese feste Palette hast. Ne? Das hast du ja auch bei der Jolina Palette, dass du quasi die Fändchen nicht wechseln kannst. Das kannst du ja bei den anderen Paletten machen. Es ist eine wirklich tolle Special Palette eigentlich gewesen, aber ich bin ja auch kein, ich kann mich ja schminken, so ist es ja nicht, ne? Aber ich kriege das damit nicht gebacken. Und ich fühle mich dann einfach doof damit, ne? Na egal. Die wird mich jetzt verlassen. Ich kann es immer noch nicht glauben. Okay, dann habe ich hier jetzt ein Shampoo aussortiert. Ihr habt mich darum gebeten, dass ich bei Pflegeprodukten auch mehr so die Drogerie mal ausprobiere. Und das mache ich auch super gerne. Wenn mir aber was nicht gefällt, wird es natürlich aussortiert. Genauso wird es natürlich auch bei der High-End-Pflege sein, wenn mir da etwas nicht passiert, dass ich das auch aussortieren werde. Ne? Hier habe ich von John Frieda das Volume Lift nicht beschwerende Shampoo. Das war mal in der Box mit drin. Ich hatte auch den Conditioner irgendwo in der Box drin gehabt und habe mich gefreut wie ein Schnitzel. Weil ich das eigentlich ganz geil fand. Und eigentlich finde ich John Frieda Produkte super. Problem bei dem hier ist, dass es mir die Kopfhaut super krass austrocknet, dass es bei mir Pickel verursacht und dass meine Haare damit aussehen wie Stroh. Und deswegen muss das gehen. Ich habe das irgendwie, weiß ich nicht, eine Woche oder so angewendet und meine Haare waren echt schlimm, super schlimm. Und habe dann einen einzigen Tag nur das von Pomelo verwendet, ne? Jetzt mal ohne Flachs. Und meine Haare waren wieder ins A. Ne? Also das war nichts für mich, das war nicht gut. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es vielleicht ohne Silikon, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Naja, ist auf jeden Fall nicht für meine Haare geeignet und muss deswegen leider gehen. Es muss aber auch was von Pomelo und Co. gehen, denn ich habe in meinem PR-Paket etwas von denen zugeschickt bekommen, wo ich dachte, dass es für die Kopfhaut wäre, etwas zum Tonisieren. Weil hier steht drauf, Cosmic Purple Toning Drops. Ja, habe ich mir gedacht, ne? Gebe ich mir so in die Finger rein, kann ich dann auf Kopfhaut machen? Nee. Das ist ein Produkt, das machst du in dein Shampoo rein, wenn du deine Haare zum Beispiel blondiert hast, um diesen Gelbstich rauszukriegen. Ich habe meine Haare nicht blondiert, ich muss da nichts rauskriegen, ne? Und dann habe ich auf einmal lila Finger.
Und ich habe so hart gelacht. Also das wird weiter wandern, ne? Kriegt vielleicht eine Freundin von mir oder so, weil meine Freundinnen färben sich auch die Haare. Vielleicht hat da jemand seine Freude dran. Und ja, deswegen. Also hätte ich das nicht ausgetestet, hätte ich mir vorher durchgelesen, was das sein soll, dann hätte ich das verlosen können. Schade. So wird es halt an eine Freundin weitergehen oder ein Trashy oder so. Mal gucken. So, dann habe ich hier ein Blush Stick, den habe ich in meinem Fullface Beauty Boxen von Januar drin gehabt und habe gesehen, dass dieser sehr, sehr ähnlich zu einem von Colourpop ist, aus dieser Tinkerbell Limited Edition Gedönsen und eigentlich nur ein bisschen schwächer, ne? Und da fand ich den von Tinkerbell besser und ich habe ja auch noch einen Fenty Beauty in einer anderen Farbe, Match Sticks in, keine Ahnung, wie hieß der, habe ich auch geschrieben, oder? Trippin. Nein, Yacht Life habe ich und den finde ich besser und Trippin finde ich halt für mich persönlich dann zu wenig, ne? Also der ist eigentlich ganz schön, aber irgendwie dann doch zu wenig und darf deswegen gehen. Ist ja auch nicht schlimm, oder? Ja, muss ja auch mal sein. In demselben Video habe ich von Grün die Mascara Extreme Volume ausgetestet. Die hat gar nichts gemacht. Die war auch wirklich so eine richtige Alltagsmascara. Das ist für mich echt nicht positiv, ne? Nein. Einfach nein. Genauso auch dieser Mascara Primer von Manakadar Lash Extending Primer 2.0. Riesen Okulütenbürstchen, ey. Meine Herren, was ist denn da los, ne? Guckt euch das mal an. Super flüssig und irgendwie habe ich da mit meiner Mascara das Produkt eigentlich nur abgenommen. Also für mich hat das überhaupt keinen Effekt gehabt. Also, ne. Ich bin ja auch nicht so der Mascara-Primer-Fan, habe es hier mal ausprobiert, hat nicht funktioniert, geht jetzt weiter. Dann habe ich von Browly den Soap Booster ebenfalls in dem Video verwendet, wird auch weiter wandern, weil ich bin einfach, das ist mir zu kompliziert. Ich mag das einfach, wenn ich hier meine, ne, sowas habe, so ein Augenbrauengel reinmache und fertig ist die Laube und nicht hier mit nass machen und ein Bürstchen und das am besten dann vor der Foundation und wann zur Hölle trage ich da mein farbiges Produkt auf, weil meine Augenbrauen sind halt echt nicht so wirklich vorhanden und so, ne? Nein. Ne? Wird weiter wandern, wird sich eine Freundin oder so drüber freuen. Von Ofra habe ich hier ein Produkt, das ist eigentlich schon relativ lange bei mir in der Sammlung. Habe ich mir mal irgendwann auch bei Purish bestellt. Banana Powder ist das und es ist, wow, draußen ist immer noch der Orkan am Stürmen, Leute, ich sage euch das. Es ist halt ein Banana Powder und dementsprechend ist es mir selbstverständlich zu gelb. Ich bin kühl und neutral vom Unterton her, aber nicht gelb, nicht warm. Das ist nichts für mich und das kann ich im Leben nicht unter meinen Augen verwenden, um zu baken oder sowas, ne? Auf gar keinen Fall. Nagellack wandert weiter. Von Munte habe ich hier einen. Ja, der ist einfach nicht haltbar genug, ne? Den mache ich mir in 3 Schichten drauf oder in 4 Schichten, um diese Farbe zu erreichen. Ansonsten ist er halt zu schier, sehr bärig, eigentlich ganz schön. Also safe für jemanden ist es eine schöne Geschichte, aber ich habe halt andere, die mir besser gefallen. Dann habe ich von Essence die, auch das tut mir weh, weil eigentlich ist es so eine Palette, so ein Sammlungsstück, ne? Wenn es halt etwas ist, was mein Sternzeichen ist, was mein Element ist oder sowas, ne? Dann will ich die halt immer behalten, was mein Geburtsjahr ist. Aber ich muss aufhören damit. Es geht nicht. My Power ist eher, ja, ne? Es ist eine Alltagspalette und Alltag ist für mich zu langweilig. Ich kann Alltagslooks mit meinen krassen Paletten, die ich habe, schminken, ne? Das hier ist für mich tatsächlich ja auch ein Alltagslook. Ich bin da ja einfach mittlerweile ein sehr bunter Vogel. Und ja, ne, das ist halt eine sehr dezente, zurückhaltende, eigentlich schöne, pigmentierte Geschichte. Da macht man sich tolle Peach-Looks mit aufs Auge, ne? Ja, aber das kann ich mit vielen anderen Paletten, die in meiner Sammlung drin sind, auch. Und das Letzte, was mich verlassen darf, es tut mir leid, Marion. Aber auch das ist wirklich nur ein Produkt, was nur so in der Gegend rumsteht bei mir. Ich verwende es nicht. Es ist hier von Colourpop Morning Light. Ja, das ist ein Body Highlighter. Es ist übelst schön. Übelst geil, weil wir haben Bambi drauf, wir haben Blume, wir haben Klopfer. Ist ja auch die Bambi Disney Collection Geschichte, ne? Mega süß. Aber ich verwende es nicht, weil es mir A zu dunkel ist, um es im Gesicht aufzubringen. Und dementsprechend auch zu intensiv. Wer ist das? Danny Pelletier. Liebe Grüße an dieser Stelle, falls du dieses Video siehst, was ich glaube nicht, dass du dir meine aussortierten Videos anguckst, aber egal, ich grüße dich. wir haben hier so einen riesen Puffelvieh mit dran. Es ist einfach beautiful, ne? Aber ich benutze sowas nicht. Hat sie auch hier noch abgeklebt, damit das nicht allzu sehr in der Gegend rumglitzert. Und es ist natürlich super glitzerig. Und ich habe dann erst gedacht, na, machst du vielleicht im Sommer oder so auf die Haut? Nee, da habe ich so Glitzerviecher, die ich dann drauf machen kann. Ich brauche da keinen Body Highlighter. Nein.
So, das waren jetzt hier meine aussortierten Produkte. Ich drehe heute das Video. Heute ist der, was ist das für ein Tag? 18. Februar. Das heißt, die Produkte, die ihr jetzt gesehen habt, die sind safe nicht mehr bei mir. Das heißt, ihr braucht jetzt auch nicht irgendwie in den Kommentaren nachfragen oder so, ne? Die sind nicht mehr da. Das glaube ich nicht. Die werde ich ruckzuck weitergeben oder wie auch immer an den Mann bringen, ne? Aber wie gesagt, sucht und findet euch gerne in den Kommentaren, um da vielleicht eine eigene Tausch- oder Trash-Paket-Gruppe zu gründen. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich finde es immer super nachhaltig, wenn man da die Produkte halt auch weitergeben kann und die Produkte ein neues Zuhause bekommen. Wichtig ist halt wirklich, wenn ihr die Produkte weitergebt, dass ihr der Person so vertrauen könnt, ne, dass ihr euch gegenseitig kennt, vertraut, wie auch immer, dass es alles auch sauber zu euch kommt. Am besten die Produkte auch immer schön desinfizieren. Das mache ich auch sehr gerne. Da habe ich Sprays, die ich dafür verwende. Die kann man einfach online kaufen. Zum Beispiel bei Amazon habe ich meins auch mal gekauft. Es gibt halt auch diese Desinfektionstücher, die man halt für Oberflächen nehmen kann. Das nehme ich halt gerne. Also ich sprühe so ein Spray halt hier oben rein, ne? Also in die Lidschatten rein. Dann lasse ich das offen und trocknen tatsächlich. Und wenn ich halt diese Oberfläche hier sauber machen möchte, da gibt es halt diese Hygienetücher, Hygiene-Wipes. Die kriegst du ganz normal im DM. Und ich denke auch, solche Sprays muss halt nur mit ordentlich Alkohol sein, ne? Das ist halt auch wirklich dann verdunstet. So, bekommst du dann wahrscheinlich auch im DM, müsst ihr mal gucken. Aber wie gesagt, ich habe meine Sachen vor Ewigkeiten mal bei Amazon gekauft, bevor Corinna uns besucht hat. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und meinem aussortiert Flop-Video. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch vor dem einen oder anderen Fehlkauf bewahren. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aufgebraucht, aussortiert und so weiter Videos. Hier unten mal den neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!